Hi, hi. Grüß Gott. Hi, Doppel D hier, Dominik und Daniel. Oder Doppel D, wie es manche sagen. Ja. Yeah, Doppel D. In the house. Schlürf erst mal am Kaffee. Die Frau lacht uns aus. Die Frau lacht uns aus und um das geht's jetzt auch, um ja. Die Frau. Denn es haben so viele Leute jetzt schon gefragt, was eigentlich die Frau ist. Aber ich muss noch kurz runterspülen. Käffchen. Und Mann, der ist echt schlimm geworden, Domi. Ja, was lachst denn du jetzt? Das ist nicht lustig. Ich weiß, ich und weiß, dieses Mal, heute lösen wir dieses Geheimnis. Wir wollen dieses dieses Mysterium. Alles in Ordnung? Ist noch okay, ja. Gut. Genau, wir wollen euch verraten, wer eigentlich die Frau ist. Oi, oi. Ich glaube, das war. Oh, ich glaube, das war wirklich ein Deadly Coffee. Uff. Okay, ja. Daniel hat sich wieder eingekriegt. Das war wirklich Deadly Coffee. Ich glaube, der hat uns getaggt, kann das sein? Ja. Ich schmeck's am Kaffee. Okay, dann schauen wir jetzt einfach mal. Kaffee ganz schlürfst, kurz. Werde ich mir deinen Schlauch nehmen. Ich habe hier nämlich eine Liste. Und was? Egal, das egal. Ist nicht lustig. Genau, wir haben hier eine Liste mit ein paar Fragen. Und hier kommt schon Nummer 1. Besitzt du eine Brille? Ja, Domi. Besitzt du eine Brille? Ich besitze eine Brille. Du besitzt eine Brille, vor allem eine sehr schöne, die passt dir so, die steht dir vielen so. Vielen Dank. Schaust du graziös aus mit dieser Brille. Oh. Oh. Die Frau sagt gerade, es sieht intelligent aus, was sie nicht ist. Ja gut, sie kennt halt ihre Freunde, ja. Ja. Wie gesagt, ich hab zwar eine Brille, ich brauche sie an sich nicht wirklich, höchstens zum Autofahren, aber ich trage sie trotzdem. Die gehört schon zu mir, wie das... Jetzt hätte ich fast gesagt. Nein, ich wollte jetzt schon sagen, wie die Kinder in die Kirche, aber ich wollte sagen, das Amen in der Kirche. Die Kinder in die Kirche, naja, das ist doch nett. Okay. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich bräuchte eigentlich eine Brille, aber ich trage keine. Wir könnten tauschen. Ich bin ein bisschen kurzsichtig, aber das stört überhaupt nicht. Ich glaube, ja. Ja, nächste Frage, oder? Nächste Frage. Welches Genre gefällt dir am besten? Anime, Sci-Fi oder Fantasy? Ja, Domi. Oh Gott, naja, das kommt jetzt auch wieder ganz drauf an. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Sci-Fi-Fan, muss ich zugeben. Dystopie und so, ja, kein Problem. In Spielen und so. Ich denke, mit Sci-Fi ist sowas wie Star Wars. Ah, nee, das ist jetzt nicht so, meins. Aber Anime, das kann man jetzt... diesen alten Anime-Zeichentrick, ja, in Ordnung. Das schaue ich auch immer noch. So Saber Rider. Saber Rider, Marshall Bravestar. Genau. Sowas, ja, in Ordnung, falls man das als Anime bezeichnen kann. Aber ich denke mal, Anime ist unsere gemeinsame Antwort, weil ich stehe da auch eher drauf von den dreien. Gut, auf zur nächsten Frage. Welches ist dein Lieblingsvideospiel? Das ist eine schwere Frage, eine verdammt schwere Frage. Die könnte ich eigentlich sogar gar nicht wirklich beantworten. Ich kann eine Liste von Lieblingsspielen geben. Ja, ja, aber die Frage vielleicht auch unvollständig wäre. Was ist dein Lieblingsspiel? Aber ich wüsste jetzt nicht, was. Ich sage jetzt ganz grob Super Mario. Das sage jetzt Richtung, ich. Ja. Oder Final Fantasy. Also eins von beiden. Mhm. Was ist deins, Daniel? Das ist so schwer. Also grob. Ich würde jetzt ja blöd gesagt Pong sagen, weil es so simpel ist. Aber nee, Geschmack. Ich sage jetzt einfach mal ins Blaue rein. Die XCOM-Teile. Auch wenn das mehrere sind, aber ich fasse es mal unter ein Videospiel zusammen, die XCOM-Teile. Da könnte ich Stunden und Wochen dran verbringen. Einfach göttlich. Ja, und die alten Point-and-Clicks mag ich auch. Wie gesagt, ich kann das jetzt echt nicht sagen, was mein Lieblingsspiel ist. Ja, ja. Weiter. Okay, nächste Frage. Welches war dein erstes Videospiel? Das weiß ich sogar noch. Das von meinem Vater habe ich das bekommen. Das war, oh Gott, wie alt war ich denn da? 4? Auf dem NES noch. Das war so ein 3-in-1-Pack. Das war Super Mario Bros. 1, Tetris und FIFA Championship 88. Das waren die 3 in einem Spiel, ne? Ja, ja, das hatte ich. Das war mein erstes. Ah ja, okay. Also, wobei mein Vater das mehr gezockt hat als ich. Jetzt ist auch die Frage kann man ja ein bisschen auslegen. Das erste, was man gespielt hat oder das erste, was man wirklich besessen hat? Weil das erste, was ich gespielt habe, das war wirklich Pong.
Also bei mir ist es beides das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, das erste gespielt war Pong. Wobei ich da so klein war, ich habe wahrscheinlich, ich hätte mich sogar mit, keine Ahnung, Ameisen amüsiert. Ich glaube, das erste, was ich besessen war, war Commander Keen. Ja. Ich glaube, das war das erste, was ich wirklich legal selbst besessen habe. Okay. Die Betonung liegt auf legal, genau. So, nächste Frage. PS3, Xbox 360 oder wie? Und warum? Oh Gott, argumentieren. Also, der PC. Also die Frau schreit gerade PS3, weil Final Fantasy. Und vergiss Kingdom Hearts nicht. Und, ja. Also wenn PC dabei wäre, würde ich ja PC nehmen, aber ja, steht nicht drauf. Deswegen nehme ich jetzt trotzdem Wii, weil Nintendo schon immer einfach rausgestochen ist aus der Masse. Ich meine, es gibt kein Spiel, wie sie sich PC, Xbox und PS3 teilen, gibt's auf der Wii oder kaum. Mhm. Ja, und die, einfach bei dem, was sie machen, ist Nintendo einfach exzellent und deswegen nehme ich Nintendo Wii mit der Begründung. Ich würde es auch so sagen, weil... Ups, Bildschirmschoner. Teile da sogar die Meinung mit dir, weil Nintendo ist für mich auch ziemlich, sag ich mal, unique in den ganzen Sachen. Auch wenn es hauptsächlich so Kinderspiele, sage ich jetzt nicht, Spiele für die jüngere Generation sind, sage ich jetzt mal. Aber es macht einfach Spaß und das kann man mit mehreren spielen und ja, der Fun-Faktor ist eigentlich immer ganz oben. Hm. Und ich habe auch eine PS3, wobei ich die jetzt an sich nur für Beat'em-ups benutze. Oder für Final Fantasy, wie die Frau schon gesagt hat. Sowas halt, so RPGs und Beat'em-ups benutze ich PS3. Also das regt mich eh so ein bisschen auf, weil manche Spiele gibt's ja bloß für die Konsolen. Ich hätte so gern Alan Wake gespielt, das jetzt halt bloß für Xbox 360. Alan Wake, das hab ich mit Thomas gespielt. Mann. Das ist mir egal. Das ist aber gut. Das ist mir egal, erzähl's mir. Das ist gut. Es ist so gut. Sei ruhig. Heavy Rain. Hörst du auf? Genauso okay. Wie Brutal Legend oder sowas. Das wollte ja, ich so alles spielen. So gut war das nicht. Ich wollte mir sogar schon eine Konsole von einem Bekannten von uns mal ausleihen, aber das ist irgendwie nie... Ich leihe mir mal deine Shisha aus. Ah ja, bitteschön. Nächste glaub, Frage, oder? Genau, wir können zur nächsten Frage. Ich glaube, da können wir Stunden dran setzen. Ja, ich glaube auch. Wann hattest du deine erste Verbindung mit dem Internet? Kontakt oder Verbindung? Ich sag mal, wie die Frage es nennt, Verbindung. Wann hattest du deine erste eigene Verbindung mit dem Internet? Weil ich meine erste eigene Verbindung hatte. Ich war nie mit dem Internet zusammen. Aber ein Wortwitz, sorry. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht, ich weiß es nicht. Da war ich wahrscheinlich noch so ein kleiner Pimp. Der erste Kontakt, also, ja gut, deine eigene, Mr. Ja gut. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Okay, also... Es ist schon lange her. Ich bin, warte mal, das ist bestimmt schon 12 Jahre? Bestimmt. Also ich hatte selbst Internetverbindung und das ist vielleicht relativ komisch, wenn man meinen Beruf betrachtet und vor allem auch, dass ich so viel zocke, hatte ich meine erste eigene Internetverbindung sogar erst 2006 oder 2007, ja. Kontakt und Internetanbindung an sich schon wesentlich früher. Also wir haben das ist ja noch, klar. Noch vor Breitbandzeiten, noch mit K-Modem und sowas. Da wo du dich über irgendwelche BBQ-Boards durchgehangelt hast und hinterher irgendwann ISDN mit Kanalbündelung und keine Barbecue-Ports? Barbecue-Pork? Pork? Barbecue-Pork. Was hältst du von Barbecue-Pork? Lecker. Da hätte ich auch mal gerne Lust drauf. Beef Tender. Oh, egal. Genau. Okay, nächste Frage oder willst du noch was sagen dazu? Nö, das war's. Das war's schon. Okay. Welcher ist dein Lieblingsfilm? Auch wieder so eine schwere Frage. Das ist bei mir relativ einfach zu beantworten. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ich schaue vielleicht einmal im Jahr einen Film an. Okay, welchen? Der, wo mich interessiert, in Anführungszeichen. Ich bin wirklich kein Filmetyp. Weder DVD. Ich besitze keine DVD. Doch eine, der Wichser. Und, das war auch ein guter Film. Ja, und das war's auch schon. Weil ich kenne mich filmtechnisch, schauspielertechnisch überhaupt nicht aus. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob ich einen Lieblingsfilm habe. Ich würde jetzt mal sagen Top Secret. Okay. Mit Val Kilmer. Weil der so richtig blöd war. Und toll. Ja, so Blödelass-Filme liebe ich auch. So das Schweigen der Hammel oder Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Ja, so. Ja, sowas. Oder Life in Times of Brian. Wie ist das? Das Leben des Brian. Das Leben des Brian, genau. Also mein Lieblingsfilm, muss ich fast sagen, weil es ist ja eigentlich schwer, hier auch einen Film nur zu nennen, den man als Lieblingsfilm deklarieren kann. Aber wenn ich jetzt eine Pistole von dir auf die Brust gesetzt bekomme und einen Film... Droh dir einfach mit Shisha-Entzug. Nein! Oh,
Warum gebe ich sie dir jetzt eigentlich? Gut, okay, da kannst du die Frage besser beantworten. Ja, genau. Dann habe ich den Kopf ein bisschen freier. Egal, weiter. Um die Frage zu beantworten, meiner ist Fight Club, wenn ich so sagen muss. Fight Club war genial. Echt klasse. So. Welche ist deine Lieblingsserie? Zeichentrick? Ich denke mal, Serie ist Serie. Du kannst jetzt alles Mögliche nehmen. Du kannst irgendwie Gute Zeiten, schlechte Zeiten nehmen. Unter uns, Lindenstraße. Oh mein Gott. Sowas habe ich nie gesehen. Ja, nein. Meine Lieblingsserie, was habe ich denn? Als Kind fand ich die Gargoyles ganz cool. Oder die Animaniacs, aber ich könnte jetzt im Moment, meine Lieblingsserie ist, glaube ich, ziemlich schwer zu nennen. Weil ich ja, wie gesagt, nicht so viel schaue. Ich sage jetzt einfach mal The Fairly Odd Parents. Daniel? Ja, bei mir ist es eigentlich relativ eindeutig, auch hier wieder mehrere Serien, egal, ich sag nur eine, und zwar Friends. Ja, ich habe Friends, übrigens, Friends bitte nur auf Englisch schauen, auf Deutsch über die Serie sowas von durch den Dreck gezogen. Ach, das eigentlich. Ist doch wie heißt dieses andere, How I Met Your Mother? Das ist auf Deutsch auch so furchtbar, ne? Auf Deutsch echt furchtbar, auf Englisch Hammer. Ich kenn's nur auf Deutsch, ich find's furchtbar. Ich oute mich, ich bin auch einer, der Two and a Half Men nicht mag. Ich auch nicht. Sehr gut. Sehr schön, ne? Aber wie gesagt, Friends, absolute Lieblingsserie, ist einfach Hammer. Schaue ich auch jährlich mindestens einmal an, alle 10 Staffeln, eine Hammer-Serie. Sonst noch was zu sagen? Nö? Gut, nächste Frage. Steve Jobs oder Bill Gates? Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich sag Bill Gates. Ja, weil er Microsoft gemacht hat, oder was? Ich mag Microsoft, ich verstehe nicht, was Leute gegen Microsoft haben. Die ganzen Aufschreie, was man immer hört, einfach Nachrufe von irgendwelchen anderen Idioten, die irgendeinen Scheiß rufen, ja? So von wegen, kack Windows und bla. Ja, freilich hat es seine Mängel, aber Windows taugt schon. Ja. Also deswegen würde ich jetzt auch eher zu, auch wenn ich ein iPhone habe, ich mag Apple an sich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich geb's zu, ich mag Apple nicht. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich dann, wenn mein Vertrag vom iPhone wahrscheinlich ein HTC holen, wobei mir das eigentlich relativ egal ist. Oh, deswegen bin ich jetzt auch mehr für Bill Gates. Ja, und Apple, also die Geschäftspolitik ist nicht so wirklich prickelnd, gefällt mir nicht. Und, naja. Ja, außerdem ist Bill Gates eigentlich an sich in Ordnung mit seiner Stiftung, die er mit seiner Frau Linda gemacht hat. Und der hat sich aus den Geschäften bei Microsoft eigentlich schon weitgehend zurückgezogen. Also der Kerl ist eigentlich auch voll in Ordnung. Und deswegen Bill Gates, nicht Steve Jobs. Außerdem lebt er nicht mehr. Also von daher. Ja, ulich. Okay, weiter. Nächste Frage. Wie viel Zeit verbringst du täglich im Internet? Wenn ich nicht arbeite, viel. Ich zock zwar nicht, aber bei mir ist es eigentlich meistens so, dass Facebook offen ist oder YouTube. YouTube ist bei mir auch so ein Ding, das immer offen ist. Guck andere Let's Plays. Hör Musik, such andere Bands, spiel Musik nach. Das mache ich hauptsächlich durch YouTube. Also Lieder raushören, Noten. Ja, also sehr viel. Ich sag die Frage lieber andersrum, wann ich nicht Zeit im Internet verbringe. Also egal, ob ich jetzt intensiv verwende, aber... Wenn du schläfst? Nee, also während ich schlafe und auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit verwende ich es nicht. Ja klar, in deinem Beruf ist das ja normal. Ne, also... Deswegen kann ich da auch nicht sagen. Für private Zwecke natürlich wesentlich weniger. Außerhalb der Arbeit natürlich mehr wie auf der Arbeit, aber generell eigentlich schon sehr viel. Zu viel, möchte ich fast sagen. Ja. So, machen wir mal ja, die nächste Frage. Letzte Frage schon. Welches Handy besitzt du? Bist du zufrieden damit? Ich habe ein iPhone, ich bin schon zufrieden damit. Ich mag Apple, wie gesagt, zwar nicht, aber... Ich kann damit telefonieren. Das reicht mir eigentlich. Ja, ne? Ja. Ich habe ja jahrelang noch so ein uraltes Motorola gehabt und habe mir irgendwie gedacht, naja, scheiß drauf, jetzt kaufst du mal ein Android. Hab das HTC Desire, das kam vor anderthalb Jahren sowas raus, mir gekauft. Ich glaube, es hat 54 Euro gekostet. Das habe ich von meiner Steuerrückzahlung gekauft gehabt. Mhm. Lustige Geschichte übrigens, die erzähle ich jetzt mal. Da habe ich meine... Dings genommen, mein HTC Desire mit auf Arbeit und mein Chef hat es gesehen, dass ich es dabei gehabt habe und er hat mich halt gefragt, neues Handy und bla 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 und Zeug und war, zeig doch mal, habe ich es noch ein bisschen gezeigt und hat er mich gefragt, was ich dafür gezahlt habe, hat mir halt eben gesagt, 450 Euro ungefähr, Steuerrückzahlung und dann meinte er so, du Daniel, komm,
so ein Geschmarr, das machen wir nicht, da machen wir jetzt offiziell ein Firmenhandy draus und ich zahle dir das Geld einfach. Ollig. Jetzt habe ich praktisch ein Privathandy für 450 Euro umsonst bekommen. Das ist praktisch. Also da kann man sich nicht beschweren, deswegen zu viel zu der Frage, bist du zufrieden damit? Ja, ich bin auch sehr zufrieden damit, wobei es langsam technische Mängel aufzeigt, aber ich bin schon zufrieden. So, und somit hätten wir alle Fragen. Na gut, aber dann. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen, die Fragen wurden beantwortet und... Wir taggen dann zwei Leute, wir schauen noch wen, keine Ahnung. Ja, schaut einfach mal in die Beschreibung nach. Okay, also dann. Macht's gut. Wir sehen uns dann später beim Let's Playen. Und tschüss. Ciao.